Hallo, du möchtest gern einen Stop-Motion-Film drehen? Im Museum für angewandte Kunst Köln ist das schon länger Programm. Unser Museum zeigt über 100 Jahre Designgeschichte. Aber was ist Design? Das bedeutet, dass uns viele Dinge umgeben, die nicht nur praktisch, sondern auch schön gestaltet sind. Heute werfen wir also einen Blick in die Dauerausstellung Kunst und Design im Dialog und dort im Speziellen in Space Age Design. Das Space Age, also das Weltraumzeitalter, beginnt durch technische Errungenschaften, wie zum Beispiel die Erfindung des ersten Satelliten, Sputnik. Dieser erreichte 1957 die Erdumlaufbahn. Im Jahr 1961 flog Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum und 1969 betrat Neil Armstrong als erster den Boden des Mondes. Das hat natürlich auch Künstler und Designer inspiriert. Siehst du die Kugelform des Sputniks? Gerade diese wurde in den nächsten Jahren sehr modern. Wir finden die Kugel im Ballchair von Eero Aarnio aus dem Jahr 1963 wieder. In diesem Sessel fühlt man sich abgeschirmt, wie der Kopf im Astronautenhelm. Mit dem Ballchair kann man sich sogar um seine eigene Achse drehen. In den 1970er Jahren gab es mehr und mehr Designer, die zwar Objekte für den Alltag herstellten, die aber wie Kunstobjekte aussahen. Design hat doch auch etwas mit Spaß und Witz zu tun und dient nicht nur einer zweckmäßigen Anwendung. Dieser Kaktus ist tatsächlich eine Garderobe aus knallbuntem Kunststoff. Er hat einen harten Kern aus Stahl, sodass er nicht so schnell umfällt. Die Noppen sind praktisch, da die Kleidung nicht von den runden Armen herunterrutschen kann. Und wenn du obendrauf einen Sonnenhut oder einen Käppi legst, könnte sie dich fast an eine Figur erinnern. Ende der 1970er Jahre kamen die ersten Heimcomputer auf den Markt. Es waren klobige Kisten in beige oder schwarz. Der iMac hingegen ist durchsichtig und es gab ihn in verschiedenen Farben. Du kannst heute sogar mit deinem Tablet oder Handy einen Stop-Motion-Film herstellen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei. Nun zeigen wir dir, wie du mit einer kostenlosen App und ein wenig Bastelmaterial deinen eigenen Film machen kannst. Du kennst bestimmt Stop-Motion-Filme mit Knete oder mit Lego. Heute machen wir einen Film mit Papier oder Pappe. Wir legen alles auf den Tisch und filmen dann von oben. Damit kannst du tolle Effekte machen und es ist ganz einfach. Um so einen Film zu machen, brauchst du die kostenlose App Stop Motion Studio. Den Link dazu findest du im Text zu diesem Video. Installiere die App auf deinem Smartphone oder Tablet und erlaube der App den Zugriff auf die Kamera und die Galerie bzw. die Fotos auf deinem Handy, damit du den Film machen kannst und damit du den fertigen Film auf deinem Handy auch speichern kannst. Außerdem brauchst du Papier oder Pappe. Und wenn du mit den Objekten aus dem Museum für angewandte Kunst filmen möchtest, dann kannst du auf dieser Internetseite ein PDF herunterladen und das dann ausdrucken. Wenn du wie ich nur einen Schwarz-Weiß-Ausdruck machen kannst, brauchst du vielleicht noch Stifte oder Farben zum Kolorieren. Außerdem ein Stativ für dein Handy oder Klebeband. Damit kannst du dein Smartphone an der Tischkante befestigen und auf den Boden filmen. Mit ausreichend Licht bekommst du ein besseres Ergebnis. Nimm eine Lampe oder stell den Tisch ans Fenster. Und los geht's. Der Akku sollte geladen sein und die Linse geputzt, am besten mit einem Brillenputztuch. Dann den Flugmodus aktivieren, damit du beim Dreh nicht durch einen Anruf gestört wirst. Als nächstes das Handy aufs Stativ und die App öffnen. Wundere dich nicht, wenn das bei dir jetzt anders aussieht, denn die App sieht erstens nach jedem Update anders aus, außerdem gibt es einen Unterschied zwischen Android und iOS. Tippe jetzt auf Neuer Film, dann rechts oben auf das Kamerasymbol und dann nochmal rechts auf den roten Auslöser, um das erste Bild zu machen. Jetzt kannst du die nächste Figur hinlegen, dann siehst du das nächste Bild und das Bild von vorher gleichzeitig. Auch meine Finger sehen jetzt durchsichtig aus. Dadurch kannst du genau beurteilen, wie alles liegen soll. Wenn du diesen Effekt nicht sehen kannst, am Schieberegler links kannst du das einstellen. Wenn du dann ein paar Bilder gemacht hast, kannst du dir schon mal das Ganze in Bewegung ansehen.
Unter dem Aufnahmeknopf ist ein Play-Button. Es gibt auch noch eine andere Ansicht, um den ganzen Film zu sehen. Dafür tippst du auf den Pfeil oben rechts. Dann wird unten eine Zeitleiste mit allen Bildern sichtbar. Diese kannst du hin und her schieben. Hier gibt es auch einen Play-Knopf und viele weitere Funktionen, von denen wir später noch einige vorstellen. Und hier noch ein paar Materialvorschläge für deine Geschichten. Du kannst zum Beispiel Figuren, Gegenstände oder Hintergründe aus alten Zeitschriften verwenden. Oder schau mal hier, vielleicht habt ihr diese Sachen ja auch zu Hause. Jetzt noch ein paar weitere Funktionen der App. Wir nehmen nochmal unseren kurzen Film mit dem Kaktus. Wir tippen auf das Bild, dann kommen wir in die sogenannte Editor-Ansicht. Hier können wir die untere Bilderleiste hin und her schieben. Wenn du ein Bild löschen willst, zum Beispiel weil du die Finger im Bild hast, dann schiebe dieses Bild in die Mitte, bis es im blauen Rahmen ist. Dann tippst du es nochmal an und es ploppt ein Menü zur Bearbeitung auf. Rechts unten ist dann das Symbol zum Löschen. Links oben kannst du auf Kamera einfügen tippen, wenn du an dieser Stelle weitere Fotos machen willst. Einige Funktionen kann man erst nutzen, wenn man dafür bezahlt, zum Beispiel Ton. Damit kann man auf verschiedene Arten Musik oder Tonaufnahmen hinzufügen. Wenn du nichts bezahlen willst, kannst du aber hier selber eine Aufnahme machen, ganz einfach über das Mikrofon an deinem Handy. Wenn du dann einmal eine Aufnahme bei einem Bild gemacht hast, dann siehst du das unten an dem kleinen blauen Symbol. Wenn du jetzt nochmal auf Ton tippst, dann kannst du deine Aufnahme von vorher sogar bearbeiten, zum Beispiel am Anfang und am Ende etwas abschneiden. Manchmal kann es nützlich sein, mehrere Bilder auszuwählen. Dafür tippst du links unten auf Auswählen. Dann schiebst du die Bilderleiste und es werden mehrere Bilder ausgewählt. Sie werden blau. Jetzt kannst du zum Beispiel die Reihenfolge umkehren oder mehrere Bilder auf einmal löschen. Bevor wir nun den Film exportieren, damit wir ihn versenden können, noch eine ganz wichtige Einstellung, die Geschwindigkeit, mit der dein Film abgespielt wird. Die Einstellung findest du hier bei dem Zahnrad. Dort gibt es wieder verschiedene Einstellungen und die erste ist die Geschwindigkeit. Für den Kaktus habe ich 10 Bilder pro Sekunde gewählt. Damit, finde ich, sieht die Bewegung flüssig aus, wie man sagt. Die Bewegung ruckelt nicht und sieht nicht abgehackt aus. Der Film ist aber auch ziemlich schnell zu Ende, schon nach circa einer Sekunde. Probiere einfach mal verschiedene Einstellungen aus und spiele deinen Film dann mit verschiedenen Geschwindigkeiten ab. Du wirst dann merken, dass du für einen flüssigen Film, der nicht schon nach wenigen Sekunden zu Ende ist, viele Bilder machen musst. Nun aber zum Exportieren oder Teilen. Ich habe es mir mit meinem Beispiel eigentlich ganz einfach gemacht. Mein Film besteht ja nur aus wenigen Bildern, ist aber in der von mir gewählten Einstellung beim Export unendlich lang. In der Übersicht mit allen Filmen tippst du rechts oben auf Auswählen, dann auf deinen Film und dann auf das Teilen-Symbol. Ich wähle animiertes GIF-Bild. Damit wird der Film endlos laufen, in einem Loop, wie man auch sagt. Dann tippst du entweder auf eine der Apps, mit denen du das animierte GIF versenden willst, oder du tippst Kopieren und fügst das GIF dann an anderer Stelle ein. Wenn du einen richtigen Film gemacht hast, mit Anfang und Ende, dann wählst du Teile Film oder manchmal steht da auch Film exportieren. Dann auf Video sichern und der Film wird in deiner Galerie gesichert. Bei iOS etwas unlogisch, der Film landet bei Fotos. Zum Abschluss will ich noch auf die Kameraeinstellungen hinweisen. Du erreichst sie über das Symbol mit den Schiebereglern rechts unten, wenn du im Kameramodus bist. Hier findest du verschiedene Möglichkeiten, wie sich deine Kamera verhalten soll. Zum Beispiel, ob die Kamera den Fokus und die Belichtung kontinuierlich einstellen soll oder ob du das lieber manuell einstellen willst. Was das alles bedeutet und was man sonst noch alles über die App erfahren kann, findest du im Text zu diesem Video im Abschnitt über die App Stop Motion Studio. Und nun viel Spaß beim Filmen!